Premiere zum Jubiläum. Beim 20. ATP Challenger Turnier um den Oberstaufen Cup im Allgäu gab es zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte ein rein deutsches Finale. Daniel Brandt aus Straubing von der BTV Tennis Base traf dabei auf Andreas Beck aus Ravensburg. Mit seinen insgesamt 18 Assen ließ der Niederbayer sein Gegenüber nie wirklich ins Spiel kommen und gewann am Ende souverän in 2 Sätzen mit 6:4 und 7:6. Für Brandt war es sein erster Challenger-Erfolg in diesem Jahr und das Ende einer längeren Durststrecke. Der 23-Jährige hatte im Halbfinale Vorjahresfinalist Cedric Marcel Stäbe und zuvor bereits Titelverteidiger Martin Fischer aus Österreich bezwungen. Klar, dass der Niederbayer mit der Turnierwoche im Allgäu zufrieden war. Ja, ich bin natürlich zufrieden mit meiner Leistung heute, das ist ganz klar. Ich habe super gespielt und dass ich hier heute gewonnen habe, ist natürlich für mich ein Traum. Das ist auf jeden Fall so. Ich habe heute wahnsinnig gut aufgeschlagen und das war auf jeden Fall der ausschlaggebende Punkt für den Sieg heute. Kein so gutes Pflaster war der Oberstaufen Cup 2011 für die beiden Allgäuer Dieter Kindelmann aus Bleichach und Marcel Zimmermann aus Kaufbeuern. Wenn Dieter Kindelmann als Lokalmoderator bereits in der ersten Runde gegen den Kroaten Borut Putsch ausschied, scheiterte Marcel Zimmermann in der zweiten Runde am Brasilianer André Gim. Die Zuschauer kamen beim Jubiläumsturnier voll auf ihre Kosten. Sie sahen Spitzensport pur und blieben größtenteils vom Regen verschont. Das bayerische Traditionsturnier zählt für die Aktiven zu den besten Challenger-Events weltweit. Ob es nach dem 20. Turnier eine 21. Auflage geben wird, das will Turnierdirektor Hans Herrmann in den nächsten Wochen entscheiden.